Nachdem ja die Faszien nicht geradlinig aufgebaut sind, sondern eher spiralförmig, netzartig, müssen wir natürlich in der Bewegung auch in mehrere Richtungen arbeiten. Und deswegen mache ich zu Beginn immer so komische Verrenkungen, wie mir jemand einmal geschrieben hat, was machst du denn da für Bewegungen? Also, ja, das ist halt wichtig für die Faszien und für die Gelenke. Und so starten wir heute auch. Und zwar, um diese sogenannte Faszienrolle etwas zu ersetzen, beginne ich ganz gerne so im Brustbereich unterhalb von meinen Schlüsselbeinen so ein bisschen auszustreifen. Auch das aktiviert die Faszien auf eine schonende Art und Weise. Ich schaffe Raum und lasse so die oberste Schicht so ein bisschen gleiten, nicht zu fest. Dann starten wir auch mit dem Klopfen gerne, gerade Brustbein, wo viele Verklebungen sind und dann teilweise die Atemübungen nicht richtig durchgeführt werden können, weil einfach der Raum nicht freigegeben ist. Also klopfen, bitte alle auch zu Hause mitklopfen, kann man auch immer wieder so einbauen, man kann da nichts falsch machen, vielleicht gerade in der Herzgegend nicht zu stark klopfen, sondern eher oben bleiben. Dann gehen wir weiter. Ich selber habe ja Probleme immer wieder mit meinem Ellbogen, haben wir es noch nicht diagnostizieren lassen, ob das jetzt ein Tennis-Ellbogen, Golfer-Ellbogen oder einfach Alterserscheinung ist, keine Ahnung. Aber ich, seitdem ich begonnen habe, diese Region auszustreifen, zwar mit einem Schaber, muss ich jetzt dazu sagen, also das ist schon ein bisschen härter, haben diese Schmerzen wirklich nachgelassen. Also das Ausstreifen immer wieder, ob jetzt mit euren Händen oder mit einem Schaber oder mit am Deckel von einem Marmeladeglas, würde das auch funktionieren. Man kann da nicht wirklich viel falsch machen, weil wenn die Faszien gereizt sind oder die Nervenbahnen, reagieren die sowieso und das wird dann richtig rot und schmerzhaft, dann hört man freiwillig auf. Also da ein bisschen drüber streifen, dann gehen wir auf die andere Seite, eigentlich ganz bewusst. Und wenn wir wirklich solche Zonen haben, wo die Schmerzen etwas intensiver sind, kann man wirklich selber gerne Hand anlegen und da schön drüber reiben. Und die Faszien mögen es ja gerne warm. Und durch das Reiben und durch das Streifen werden wir natürlich auch oder werden die Faszien gut aufgewärmt und sind dementsprechend geschmeidiger. Und heute haben wir wirklich das Thema schmerzfrei durch Pilates und Faszientraining. Gut, dann auch die Hände mit einbeziehen, Handflächen durchmobilisieren in alle Richtungen. Und dann gehen wir weiter, Schultergürtel, kreisende Bewegungen und dann gehen wir weiter in die mehrdimensionale Bewegung, bringe auch eine Rotationsbewegung im Brustkorb und stellen uns auch vor, wie so diese Faszien ineinander, übereinander gleiten. Atmung spielt hier auch eine Rolle, die lassen wir jetzt vorerst einmal nur mitfließen. Und dann konzentrieren wir uns nur auf den rechten Arm, welchen wir mit kreisenden Bewegungen nach hinten bringen. Und da darf gern der Brustkorb etwas mitgehen. Auch wenn es jetzt zu Hause leicht ausschaut, es ist es nicht. Gell? Also es ist wirklich, man spürt gleich auch die Muskulatur, man spürt die Strukturen, wie sie arbeiten. Wir werden auch etwas weich beim Zurückschwingen in unseren Gelenken. Und noch zwei Wiederholungen. Und die letzte. Und dann auspendeln lassen, ist ganz wichtig. Das Auspendeln, lockern und lösen. Und dann machen wir die andere Seite und beginnen wieder zu kreisen. Zuerst einmal den Fokus wirklich auf Schultergürtel, Brustkorb, dass der schön aufgedreht wird. Kopf geht gerne mit. Dann haben wir noch vier Wiederholungen. Drei, zwei.
2, 1 und dann wieder auspendeln lassen. Und dann verschränken wir oder verklinken die Finger ineinander und bringen sie nach oben. Und jetzt geht schon so eine klassische Faszienübung, dieses Aufspannen. Und wenn ihr euch so nach hinten beugt, euch aufspannt von der Fußsohle, also wirklich die Aufmerksamkeit noch in eure Fußsohlen geben, euch da gut wegdrückt bis hoch zu eure Finger, zu eure Handflächen, dann spürt ihr schon diese Aktivierung, das Aufspannen. Kannst du es wahrnehmen? Sehr fein. Sehr fein, gell? Und das tun wir ja viel zu selten, das Aufspannen. Das ist so wichtig auch für unsere Atemhilfsmuskulatur, für unsere Organe, dass die ein bisschen mehr Raum kriegen. Bleiben wir noch ein bisschen. Durchatmen. Genau. Und dann lösen und ein bisschen fallen lassen, auspendeln. Und jetzt wiederholen wir das Ganze ein paar Mal. Und zwar wirklich mit dem bewussten Aufspannen nach hinten zurück, mehr Druck auf den Vorfuß bringen, damit wir keine Überstreckung in der Lendenwirbelsäule haben. Und fallen lassen. Und wieder aufspannen. Und fallen lassen. Wir wiederholen das noch zweimal. Schön aufspannen. Und fallen lassen. Ruhig nachbouncen im Kniegelenk. Ein letztes Mal aufspannen und fallen lassen. Wunderbar. Richten wir uns wieder schön auf. Und jetzt nehmen wir das rechte Bein, setzen das rechte Bein hinter das linke ab. Und die Fußsohlen, die sind noch satt auf dem Boden. Also beide Fußsohlen sind gut verankert. Zu Hause bitte bestimmen, wie weit wir jetzt da überkreuzen können, je nach Anatomie und auch, ob man nicht irgendwo Schmerzen hat. Dann achten wir auch noch darauf, dass das Becken frei ist. Also wenn wir jetzt das Becken so ein bisschen hin und her drehen, das Gefühl haben, ja, es ist genügend Raum und Spiel. Und dann gehen wir schon über diese Bewegung. Wir bringen die Fingerkuppen aneinander und twisten. Aus der Rumpfmuskulatur. Ganz locker. Und stellen uns vor, gerade in diesem Bereich, Rücken, die Rückenfaszie ist eine massive Faszie, die was uns leider oft Probleme macht und wir wissen es nicht, meinen unsere Muskeln sind es, dabei sind es die Faszien, die was da ein bisschen sich verklebt haben durch das Sitzen. So ruhig öfters wiederholen diese Übung. Doch eine Riesenplatte, was da hinten eine super Funktion hat, aber wenn wir sie nicht richtig einsetzen, dann oder lockern und lösen, kann es zu Schmerzen kommen. Gut, und dann gehen wir weiter. Und drehen, nehmen jetzt den Hebel, machen ihn etwas größer, in die gleiche Richtung noch drehen. Der Arm geht nach oben und der andere Arm zieht nach unten. Und vielleicht könnt ihr es sehen, ich nehme auch meine Finger mit. Ich bilde eine Faust und öffnen, Faust öffnen, Faust öffnen. Wirklich aktiv die Finger öffnen. Die Faszien ziehen sich über die Armfaszie, wirklich bis zu über die Handflächen, bis zu unseren Fingern. Und dann gehen wir wieder tief. Und dann versuchen wir, den Ellbogen, so etwas, den rechten Ellbogen nach unten zu bringen, zum linken Knie. Also nach unten zu beugen. Wer Schwierigkeiten damit hat, kann sich da gern ein bisschen abstützen. Und für die, was super drauf sind heute, können bis zur Kniebeuge, bis zum Boden runtergehen. Noch 2 Wiederholungen. Und dann wieder langsam aufbauen. Zurückgehen zum Twisten. Und tiefen Atemzug machen. Wir bleiben noch in der Position. Stellen den rechten Fuß hinten auf. Also die Kante schön aufstellen. Und beugen uns rüber
nach links. Und wirklich so, jetzt dürfen wir das Becken zur Seite schieben und wirklich diese Spiralfaszie aufmachen. Auch werden die viszeralen Faszien der Organe auf der rechten Seite gut aufgespannt. Und wenn wir noch die Atmung bewusst einsetzen, kann auch das Zwerchfell, was ja auch eine Faszienplatte ist, schön integriert werden. Und gerne ein wenig nachpulsieren und die Kante von meinem rechten Fuß, die drückt sanft hinein in die Matte. Jawohl, und dann langsam lösen, Arm sinken lassen, das hintere Bein nach vorne nehmen und gern etwas nachspüren. Vielleicht merkt ihr zu Hause jetzt, wie diese Seite ganz anders durchblutet wird. Es kann auch sein, dass es kribbelt und wirklich wieder eine Lebendigkeit im Körper stattfinden darf. Anja, nimmst du was wahr? Ich habe das Gefühl, die Seite ist jetzt länger, ich bin einseitig. Sehr gut, und damit es nicht so bleibt, was machen wir? Wir machen die andere Seite. Wir nehmen den linken Fuß nach hinten zurück. Bitte zuerst, bevor wir loslegen, wirklich schauen, dass wir gut verankert sind. Dass wir nicht ins Hohlkreuz fallen, nicht irgendwo ausweichen müssen und so die Füße hinsetzen, dass es wirklich zu Hause sich gut anfühlt. Und dann beginnen wir wieder aus der Körpermitte, uns einmal so zu bewegen, bevor wir jetzt gleich in die Technik reingehen, nur mal spüren, vielleicht muss ich ja meine Fußstellung etwas nachjustieren, wenn ich das Gefühl habe, ich komme zu stark aus der Balance, das sollte jetzt nicht sein, sondern ich sollte wirklich das Gefühl haben, die Verankerung darf stattfinden. Und dann gehen wir rauf, wieder Fingerspitzen zueinander und drehen uns auf. Ganz locker. Und dann geht es wieder ein Stückchen weiter. Wir vergrößern den Hebel. Wie fühlt es sich an, Anja? Ich muss denken. Ja, ich habe es gerade gedacht. Koordinativ anspruchsvoll. So, es ist koordinativ sehr anspruchsvoll. Gell? Also wer das Gefühl hat zu Hause, nee, ist mir zu viel, dann bleib auf der ersten Stufe. Das ist ja überhaupt kein Thema. Wichtig ist diese Rotationsbewegung, wohin auch die Arme gehen. Da wollen wir jetzt gar nicht so viel den Fokus drauf legen. Einfach nur diese Verankerung der Füße. Und dann bauen wir das Ganze wieder ab. Gehen wieder zur Mitte zurück. Und dann versuchen wir, ich komme da schon aus meiner Balance. Ja, das ist, spüre das auch ganz gut aufgrund meiner Kniegeschichte, dass diese Faszienseite für mich wesentlich kürzer ist, viel verklebter als wie die andere, aber trotzdem, ich bleibe dran und merke jetzt schon nach ein paar Wiederholungen, ja, jetzt. Es darf gerne auch hinten die Ferse etwas mitgehen, wenn ihr tief geht. Und wer will, kann auch wieder mit der Hand auf dem Boden oder da bleiben. Also ich bleibe jetzt lieber auf Stufe 2. Damit ich nicht vor der Kamera umfalle, das wäre mir jetzt schon ein bisschen peinlich. Und dann gehe ich langsam wieder zurück auf die mittlere Stufe, justiere nach und lass locker. Gut, dann hinteren Fuß wieder so aufstellen, dass es sich gut anfühlt. Und ich merke jetzt schon, dass diese Seite, die was wirklich bei mir so seine Problemchen macht, dass das jetzt allein durch diese Übung sich sehr, sehr gelöst hat. Also es ist, ich sollte es eigentlich auch noch öfters machen, aber was sollte man da jetzt machen für den Körper? Gell? Jetzt geht der linke Arm nach oben und wir schieben das Becken rüber nach links, drücken den, nach rechts, sorry, meine Rechts-Links-Legasthenie macht sich bemerkbar. Der linke Fuß ist gut verankert auf der Außenkante und du schiebst wirklich aktiv das Becken rüber nach links und der Arm zieht nach rechts, ohne zu kollabieren. Und wenn wir jetzt noch den Arm nach oben schieben, die Finger spreizen, haben wir wirklich die Dehnung bis zur Faszie unserer Hände mal schön aufmachen. Das Zwerchfell wird aufgedehnt, auch auf dieser Seite.
Die Organe bekommen mehr Raum und Platz. Und dann mit der nächsten Ausatmung schön langsam lösen. Und Step by Step zurückgehen in die Ausgangsposition. Dann ein bisschen lockern, so rein bouncen. Ihr müsst jetzt nicht gleich springen, sondern auch wenn wir das regelmäßig machen, aktivieren wir dadurch unsere ziemlich elastische Faszie unten an der Achillessehne, die was dann runterzieht bis zu unserer Plantarfaszie. Also so zwischendurch, wer viel am Schreibtisch sitzt und wenig Bewegung hat, so zwischendurch einmal ein paar Minuten bouncen, ideal für deine Faszien. Gut, dann haben wir so den ersten aktiven Teil, wo wir versucht haben, unsere Faszien ein bisschen mehr aufzudehnen. Auch ein Programm, was ihr gerne immer wieder einbauen könnt, zwischendurch in diese Dynamik reinkommen. Ich garantiere euch, die Faszien werden es euch danken. Geht bitte immer auf eure Stufe ein und versucht nicht gleich den Endgrad oder die endgradige Bewegung zu machen, sondern das wieder so schön sukzessive aufbauen.